Willkommen zur 44. Folge Brettspiel News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge reden Peter und ich mit Frank von der Spieleoffensive unter anderem über die Entstehung der Spieleoffensive. So, wir haben heute wieder einen Gast, nämlich Frank von der Spieleoffensive. Hallo. Hallo. Wunderbar, dass du da bist. Und natürlich ist auch Peter wieder dabei. Hi. Moin. Frank, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal vorstellen? Ja, also mein Name ist Frank Noack. Ich bin einer der Chefs der Spieleoffensive, oder genauer genommen von Happy Shops, die Spieleoffensive betreibt. Das mache ich jetzt schon 20 Jahre. Wir haben dieses Jahr tatsächlich Jubiläum. Und in der Zeit habe ich schon eine ganze Menge erlebt, würde ich sagen, zumindest im Spielebereich. Ja, 20 Jahre ist ja krass lange Zeit. Wahrscheinlich hast du vorher mit dem Spielen angefangen. Wie hat das Hobby für dich denn angefangen? Also ich bin im Prinzip schon immer mit Spielen groß geworden. Ja, ich habe schon meinen Großeltern gespielt. Muss dazu sagen, ich bin in der DDR groß geworden. Das heißt, da gab es jetzt nicht so eine Riesenauswahl. Es war also im Wesentlichen die klassische Spielesammlung. Ein, zwei besondere Spiele gab es trotzdem. Ich hatte mal eins, das habe ich mal bei einem Bekannten von mir erwähnt. Das hieß Nervensäge. Das ist so eine Art Abwandlung von Mensch ärgere dich nicht gewesen. Das habe ich mit meiner Oma mal bis zum Umfallen gespielt. Der Bekannte, ich meine, der arbeitet im Spielemuseum in Chemnitz und hat tatsächlich dann noch was dazu rausgebuddelt und das Ding noch wiedergefunden. Das muss irgendwann aus den 60er oder 70er Jahren gewesen sein, das Spiel. Da gab es mich selber noch gar nicht. Meine Oma hat das schon irgendwie geholt und das ist dann sozusagen mein erstes Nicht-Spiele-Sammlungsspiel sozusagen gewesen. Ja, und dann später, während des Studiums kam dann so modernere Spiele dazu, vielleicht schon ein bisschen davor. Vor allen Dingen so Abwandlung von Rollenspielsystemen, HeroQuest zum Beispiel oder StarQuest haben wir gespielt, da war ich noch in der Schule. Das waren so die ersten moderneren Spiele, an die ich mich erinnere, die mich sozusagen hineingezogen haben in die Spielewelt. Was würdest du sagen, machen so den Reiz an Brettspielen für dich aus? Ach, zu der Zeit war es einfach cool, ja. So, es hatte eine gewisse nerdige Coolness gehabt, sowas wie HeroQuest und StarQuest zu spielen. Und es hat uns dann so in die Welt so reingesaugt, ja. Also das war eigentlich mehr oder weniger das Erleben, dieses Abenteuern. Es hat doch gar nicht lang gedauert, da waren uns die zu langweilig, wir haben unsere eigenen geschrieben. Und dann auch die Regeln noch erweitert. Und ich habe letztens mal das Regelwerk wieder gefunden, irgendwie dann 60 oder 70 Seiten, was wir uns dazu gedichtet haben, weil es das einfach mehr gegeben hat dann letztendlich. Aber insgesamt war es eigentlich im Wesentlichen, dass man sich mit seinen Freunden trifft und eine schöne Zeit miteinander hat. Das ist, denke ich, auch heute noch der wichtigste Aspekt eigentlich, den Gesellschaftsspiele erfüllen und warum sie auch letztendlich auch weiterhin beliebt sind. Wunderbar, dann kommen wir jetzt mal zur Spieleoffensive. Genau, jetzt hast du auch schon gesagt, 20-jähriges Jubiläum. Ich glaube, die meisten kennen Spieleoffensive als Online-Shop. Wie hat es denn damals angefangen vor 20 Jahren? Also ganz, ganz am Anfang hatten wir gar nicht den Plan, einen Shop speziell für Gesellschaftsspiele zu machen. Ich war, in der Zeit war ich selbstständig, also ich hatte davor eine Firma, da habe ich so Webdesign, Webentwicklung gemacht und ich hatte einen Auftrag bekommen, ein damals überaus modernes Shopsystem zu entwickeln. Ich weiß, da lacht man heute drüber, aber zu der Zeit war das absolut bahnbrechend. Das konnte halt Artikel auf eine sehr, ich soll mal sagen, sehr stark ausgestaltete Art präsentieren. Ja, also der Zeit, wo wir angefangen haben, war Flash gerade total in. Und darüber hinaus eben Präsentationen, die über den klassischen Text-Webseiten hinausging, was da halt möglich war. Und da in diesem Umfeld sozusagen habe ich das Shop-System entwickelt für einen Kunden, der es dann letztendlich aber nicht abgenommen hat. Der hat dann nicht bezahlt. Und ich stand da, hatte ein Shop-System, hatte aber kein Geld mehr. Freund Robert, mit dem ich dann letztendlich die Firma auch gegründet habe, der war gerade noch bei der Bundeswehr, aber so kurz vor fertig, also der war Zeitsoldat zu der Zeit. Und
hat aber auch schon so angefangen, so ein bisschen, naja, zu experimentieren mit Verkauf, also generell alles Mögliche. Und dann gesagt, komm, jetzt lass uns das Shop-System nehmen und lass uns einen Trendshop machen. So 10 angesagte Sachen, die gerade so irgendwie in sind. Und zufälligerweise war da gerade Carcassonne, war Spiel des Jahres geworden. Also, ach komm, hier, da reden alle gerade drüber. Wir haben sie auch selber gespielt, ja, da packen wir halt mit rein. Und gab es noch ein paar andere Sachen, Geomag, so ein Bausteinsystem ist das, Gyro-Twister, das war eigentlich das erste, was wir überhaupt verkauft haben, war ein Gyro-Twister tatsächlich. Das war so ein Sportgerät, da konntest du so die deine Hand- und Armmuskeln dann mit trainieren. Das war damals totaler Hype. Dann hatten wir noch so eine 7-Meilen-Stiefel, die konntest du dir so unter die Füße schneiden, hat es wie so ein Trampolin. Das war auch noch so ein Ding dabei. Also es waren 10 verschiedene, also wirklich total verschiedene trendige Sachen. Und zu den sich am besten verkaufenden Sachen gehörte tatsächlich Carcassonne. Und wir haben gesagt, okay, hier, dann schmeißen wir mal so ein anderes Ding raus, machen wir noch ein Spiel rein. Und dann, das war dann Catan zu der Zeit, weil das kannte ja auch jeder, das lief auch super gut. Und das war die Spiele, das irgendwie, das läuft bei uns so am besten. Und gerade weil wir eben auch da so gewisserweise drin steckten und gesagt, okay, jetzt lass uns hier die Spiele das richtig machen. Also wenn alles andere raus und alles auf Spiele, aber dann alle. Also so wirklich, dass es der Anlaufpunkt für Spiele wird. Und so ist letztendlich die Spieleoffensive entstanden als Online-Shop für Gesellschaftsspiele, praktisch für alle, die es im deutschen Markt gibt. Also es war das Ziel, das ist ein erreichbares Ziel, das war uns von Anfang an klar, aber das ist sozusagen der Anspruch, den wir uns gegeben haben, schon durchaus das größte Sortiment bereitzustellen, und das schaffen wir auch bis heute tatsächlich, auf Gesellschaftsspiele bezogen, muss man dazu sagen. Und ja, so ist das Ding entstanden, und dann ist es innerhalb von, das war ich, der ganze Prozess, muss man sagen, war vielleicht eine Sache von einem Monat oder anderthalb, muss man dazu sagen, dass sich das rauskristallisiert hat, das ging rucki zucki. Also das Unternehmen ist offiziell, also ich habe letztes Mal auf den Gewerbeschein geschaut, am 28.02. gegründet worden. Und die Spieleoffensive ist dann letztendlich am 2. Mai 2002 live gegangen. Und das ist quasi das offizielle Geburtstag dann auch von der Spieleoffensive. Und da dann aber eben schon mit dem Anspruch, jetzt richtig hier Spiele volle Kanne. Jetzt habt ihr zu zweit angefangen. Ja, wahrscheinlich seid ihr inzwischen ein größeres Team. Wie hat sich das Team entwickelt? Also unseren ersten Angestellten hatten wir dann schon im August, also in dem 2002, weil das tatsächlich, das wurde immer mehr. Wir haben am Anfang bei Robert im Keller, da muss man sich vorstellen, der ist 2x2 Meter groß gewesen und vielleicht so 1,70 Meter hoch. Das muss man, wenn man mich kennt, weiß man, ich bin 1,99 groß, also das war jetzt nicht so angenehm. Wir haben also größtenteils bei schönem Wetter draußen im Garten verpackt, damit es irgendwie ging. Und das wurden dann auch immer mehr und mehr Pakete, also das nahm richtig Fahrt auf. Und wir haben dann im August 2002 haben wir dann so einen ehemaligen Supermarkt angemietet als Lagerhalle und haben dann im Prinzip auch gleich den ersten Mitarbeiter angestellt zum Verpacken, weil du bist ja zu nichts anderem mehr gekommen. Also ja, und das war dann auch nötig. Ja, dann wuchs das so nach und nach weiter. Also das ist jetzt so anfangs, so würde ich sagen, so ein Angestellter mehr pro Jahr. Jetzt inzwischen sind es wohl eher so 5, 6 pro Jahr, die dazukommen, so Pi mal Daumen. Wir sind jetzt bei ungefähr 40, die für uns arbeiten. Und ist halt so nach und nach gewachsen, ja, so auf eine gesunde Art. Jetzt haben wir jetzt nicht irgendwie ein Riesenfass aufgemacht, x Leute eingestellt und so losgeplaut, so, das ist alles mehr oder weniger aus organischem Wachstum entstanden. Wir hatten ja, wie was ich vorhin sagte, wir hatten ja nicht wirklich ein Stadtkapital, ja, so irgendwie grobe 100 Euro, und damit fing das an. Und von daher musste ja erstmal aus den laufenden Einnahmen sozusagen, wurde das dann alles bezahlt. Wir hatten dann noch so eine Gründerunterstützung, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das Programm. Da hatten wir ein Jahr lang so eine Art monatliches Gehalt bekommen, dafür, dass wir uns einmal in der Woche in so eine Art Gründerkurs setzten. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das Programm hieß, aber das war schon sehr hilfreich. Und das war letztendlich auch unser Gehalt.
Und alles, was wir irgendwie verdient haben in der Zeit, das ist direkt wieder zurückgeflossen. Und hat halt, also dass die Firma an sich wachsen konnte. Und als das Jahr dann um war, konnte sie uns dann letztendlich auch schon ernähren. Also das ging dann doch recht schnell dann. Wie ist denn das? Also wenn ihr jetzt Verlage anfragt, ist das wahrscheinlich kein Problem, weil jeder Verlag die Spieleoffensive kennt. Aber wie kommt man denn an Anfang sozusagen? Habt ihr dann gesagt, hey, wir sind ein kleiner Shop und wir hätten gern ja euer Spiel? Im Wesentlichen war es so. Ja. Also man muss sich ja vorstellen, zu der Zeit für die Verlage war das alles so richtig neu. Ja. Also so, ich muss ehrlicherweise sagen, wenn das 2 Jahre später gewesen wäre, hätte es gar nicht mehr geklappt. Weil die haben dann sich so richtig die Nase verbrannt mit allen möglichen eBay-Power-Sellern und sonst irgendwelchen Kram, was damals so richtig in war. Und die wollten dann mit den Leuten im Prinzip gar nichts mehr zu tun haben, wenn die nicht in irgendeiner Form nicht klar war, dass die Leute seriös sind, sag ich's mal. Ja. Und wir waren in so einer Zeit, wo das noch nicht so war, weil das im Prinzip alles ganz neu war. Wir hatten, als wir gestartet haben, genau einen einzigen Mitbewerber im Onlinehandel. Das war Spielenet damals noch. Und alle anderen haben im Prinzip, also es gab Leute, die online verkauft haben, aber dann so, dass du eine E-Mail schreibst und dann kriegst du das Ding. Ja? Also so in der Art, so Adam spielt oder sowas, das waren alles Namen, die damals irgendwie eine Rolle gespielt haben, die heute wahrscheinlich kaum noch jemand kennt. Und die, wo war ich gerade? Jetzt habe ich es vergessen. Verlage ansprechen? Ach ja, Verlage ansprechen, da waren wir gerade, okay. also die, für die Verlage war das eben so ein Ding, ja klar, wer unser Zeug verkaufen will, hier, bitteschön. Und so war das relativ einfach. Allerdings war es natürlich ein heiden Sisyphus-Arbeit, es gab ja damals schon sehr viele Verlage. Also was uns damals sehr geholfen hat, oder wer uns sehr geholfen hat, war der Harald Bilz von Heidelberger Spieleverlag, über den wir quasi dann auch relativ schnell Zugang zu einem sehr breiten Sortiment bekommen haben. Das war ja damals einer der wichtigsten Großhandelsunternehmen für Gesellschaftsspiele. Inzwischen sind die Heidelberger ja ein Studio, die halt sich auf ihre eigene Entwicklung konzentrieren im Wesentlichen. Aber zu der Zeit war das halt ein Großhandel hauptsächlich. Die haben viele Sachen auch lokalisiert. Aber der Großhandelspart, der war für uns natürlich dann auch sehr wichtig, weil wir sehr schnell einen breiten Zugang zu Ware hatten, wo wir jetzt erstmal nicht überlegen mussten, wo kriegen wir das eigentlich her, weil wir die Ansprechpartner nicht recherchieren mussten und ähnliches. Das war ja damals auch nicht so einfach. Du konntest ja nicht einfach im Internet gucken, wer macht denn das? Die Webseiten gab es ja noch gar nicht. also zumindest viele noch nicht. Es gab sicherlich schon eine Menge Webseiten, aber es war noch nicht so üblich, dass ein Unternehmen eine Webseite hatte, ja, und du konntest nicht mal eben googeln, wer dein Ansprechpartner ist. Ja, ich habe letztens auch was rausgefunden, dass wir älter sind als YouTube tatsächlich. Ja, also das ist einfach nochmal so als Anekdote am Rande. Und auch bei Amazon gab es nur Bücher und solche Sachen. Ja, also es ist halt einfach eine ganz andere Zeit gewesen. Also wie gesagt, von daher, das war gar nicht so schwer, wie es heute wäre, glaube ich. Also zumindest wenn du einen reinen Onlinehandel aufmachen willst, ist es heute vermutlich schwieriger, zumindest das erstmal initial zum Laufen zu kriegen. So dass man auch wettbewerbsfähig mitspielen kann, sagen wir es mal so. Vielleicht kennen einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern schon euer Lager von YouTube-Videos. Wie groß ist das? Wie viele Spiele sind da drin? Wie organisiert ihr das? Das ist ja schon krass, wenn man das erstmal sieht. Also das Lager selber, also wir haben insgesamt 3 Lagerhallen. Das größte ist hier direkt bei uns wo ich jetzt hier quasi auch gerade sitze. Das sind 1200 Quadratmeter Grundfläche. Die ist quasi nochmal geteilt auf so 2 Lagerebenen. Und dann gibt's noch 2 weitere Hallen. Die eine hat, glaube ich, 1000 Quadratmeter und die andere nochmal 800, so die Dreh. Und die beiden anderen Hallen sind meistens so, das sind so Palettenlager im Wesentlichen. Und die Hallen hier bei uns vor Ort, das ist das Kommissionierlager, wo dann Bestellungen direkt zusammengestellt werden. Ja, wie viele Spiele wir haben, das hätte ich jetzt im Vorfeld mal recherchieren müssen. Es sind ein paar hunderttausend tatsächlich. Einzelartikel, wobei jetzt nicht jeder Einzelartikel ein Spiel ist, es kann auch ein Würfel sein oder so. Ja, also das lässt sich jetzt mal so auf die schnelle Ad-hoc nicht beantworten, dann müsste ich jetzt mal die Datenbank melken. Das habe ich jetzt gerade nicht gemacht.
Wie macht ihr das denn mit dem Platz? Also ihr wisst, was ihr so, ne, wenn ihr Sachen bestellt, wisst ihr natürlich, dass die irgendwann kommen. Aber wie kalkuliert ihr denn mit dem Platz? Habt ihr irgendwie einen Puffer sozusagen nach dem Motto, falls mal bestimmte Sachen nicht rausgehen, aber zu viel kommt? Also in Theorie haben wir das, in der Praxis ist es voll. Das ist immer so ein Ding, ja. Das ist meistens so. Du planst halt voraus, was du so denkst, was du innerhalb von einer gewissen Spanne verkaufen kannst. Bei den meisten Sachen, die wir von Verlagspartnern beziehen, ist es so, dass wir auch gar nicht so eine Riesenmenge auf Lager haben. Also in der Regel sind das gerade mal 1 bis 10 Stück, so die Dreher. Ja, also das ist jetzt nicht so super viel, weil man auch regelmäßig nachziehen kann. Ja, wenn es jetzt um Sachen geht, wo wir ich sag mal so ganze Auflagen übernehmen oder sowas, dann ist das natürlich was komplett anderes. Da kommt dann immer gleich mal ein Container und der muss ja dann nochmal verstaut werden. Und dafür haben wir dann eben diese beiden, wir nennen es Außenlager in dem Fall, wo dann die Palettenplätze sind. Und da wird quasi das, was nicht unmittelbar zum Kommissionieren gebraucht wird, zwischengelagert. Und immer wenn so bei uns dann hier vor Ort, da steht dann hier eine Palette davon und im Außenlager der Rest. Und wenn die hier zur Neige geht, dann wird das quasi wieder nachgefüllt, ja, so grob gesagt. Und üblicherweise sollte es immer, wenn was ankommt, auch reichen, dass wir es unterkriegen. Es gibt auch manchmal so Hochphasen, ich sag mal so typischerweise September oder so, wenn plötzlich alles, was so für die Messen in Essen geplant ist, mit einmal fertig wird, dann schicken sowohl die ganzen Verlage, die unsere Partner sind, die ganze Ware, die wir schon vorbestellt hatten für verschiedenste Kunden, dann kommen die Container von den Auflagen an und es ist irgendwie alles gleichzeitig. Und dann hast du natürlich schon ein Problem, weil dann stellst du teilweise noch die Gänge voll und sonst irgendwie, damit du das irgendwo hinpuffern kannst, weil da reicht es dann tatsächlich schon langsam nicht mehr. Aber das ist dann auch relativ schnell wieder raus. Also das sind ja alles Artikel, die eine Menge Vorbestellungen haben und ähnliches. Da ist dann bloß dann so ein bisschen Highlife hier. Und dann gehen dann am Tag eben ordentlich 4-stellige Anzahl Bestellungen raus, was die Anlage halt so hergibt im Verpacken, und dann baut sich das auch relativ schnell wieder ab. Also das ist jetzt nicht so, dass du dann über Monate das Lager quasi nicht mehr dich umdrehen kannst oder so. Ja, das sind immer so Phasen halt, das ist halt saisonal bedingt, dass du dann manchmal so einen richtigen Schwapp hast. Ja, so. Das kannst du aber auch schlecht verhindern, weil ja im Prinzip alle Verlage irgendwie auf diese Punkte hin planen. Und dadurch kommt es dann eben zu solchen Massen, die dann plötzlich mit einmal kommen. Wie siehst du denn dann die Entwicklung gerade so der letzten Jahre, dem man ja gerade nochmal einen richtigen Brettspielboom zugestanden hat? Müsst ihr euch dann doch nochmal vergrößern, um eben diese Schwellen zu schaffen? Oder hast du da irgendwie den Eindruck, dass das ist jetzt so ein Boom der letzten Jahre und der schwächt auch wieder ab vielleicht? Ich denke, das ist eher eine Frage der eigenen Organisation, als dass es jetzt zwingend notwendig ist, da jetzt mehr anzubauen. Also man kann ja auch seine Einkäufe, so wenn es geht zumindest, also das, was man selber kontrollieren kann, den Warenfluss, den kann man ja auch in gewisser Weise steuern. Und von daher, ich denke zwar schon, dass wir perspektivisch auf lange Sicht und sicherlich nochmal vergrößern müssen, aber jetzt so in nächster Zeit sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Wonach entscheidet ihr denn, wenn du gerade gesagt hast, so von Spielen 1 bis 10 Stück, es gibt ja schon noch so gewisse Hype-Titel, von denen ihr wahrscheinlich mehr ordert. Sprecht ihr das, weiß ich nicht, guckt ihr dann irgendwie in die USA, wenn da irgendwie Spiele vorher erschienen sind, oder habt ihr da irgendwie inzwischen so ein Gespür, dass ihr merkt, okay, keine Ahnung, das ist das neue Spiel von Pfister, Knizia oder Rosenberg und da bestellt ihr dann mehr? Also wir sind ja nun Online-Handel. Das ist ja das Schöne im Online-Handel, da fallen ja massenhaft Daten an, ja, die man auch auswerten kann. Und dazu gehört eben auch, dass man das Interesse für einen bestimmten Titel im Prinzip auch mitbekommt. Ja, und dann haben wir automatische Tools, die Vorberechnungen machen, was der wahrscheinliche Lagerbedarf sein wird. Die liegen auch nicht immer richtig, aber so im Großen und Ganzen machen die das schon ganz gut. Und die bestellen dann so halbautomatisch, sag ich mal, die Ware vor, sodass dann Ware, die viel gebraucht wird, die wird auch entsprechend hoch priorisiert. Also das ist ein bisschen komisch manchmal, weil das System ist nicht so ganz perfekt. Das hinkt immer so
ich sag mal, wie so einen Tag hinterher. Deswegen kann es dann oft sein, dass man Artikel, die jetzt sehr gefragt sind, dass die bei uns im Online-Shop gelb sind, weil die einfach jeden Tag nachbestellt werden. Also, und wenn die ankommen, sind immer gerade alle. Und dann, es fehlt immer so genau einer, so Pi mal Daumen, aber im Wesentlichen sind die konstant verfügbar. Und das ist ja noch so ein bisschen so ein Nachteil. Im Großen und Ganzen fahren wir eigentlich ganz gut damit, dass wir uns auch, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass es könnte was Großes sein, uns nicht nur aufs Gefühl verlassen müssen. Das ist halt auch so eine ganz gefährliche Sache, wenn du jetzt irgendwie von vornherein sagst, ja komm, da stelle ich mir jetzt gleich mal 5 Paletten hin, weil ich denke, das wird groß, und dann kommt die erste Review und die sagt, langweilig, ja, das ist so 5 Paletten, die du nicht mehr loswirst. Ja, das ist halt auch doof. Und ja, ist schon besser, wenn man ein bisschen flexibler ist in der Hinsicht und dann entsprechend die Technik schon benutzt, die man dann auch hat. Also die Daten sind ja vorhanden letztendlich. Man sieht ja immer bei diversen Online-Shops und auch bei euch, dass einige Spiele krass günstig sind, also krass rabattiert sind. Sind das dann die Spiele, die raus müssen, wo ihr merkt, okay, ihr braucht den Platz? Oder wonach entscheidet ihr jetzt, dass unbedingt, keine Ahnung, Spiel XY mal günstig wird? Also in den meisten Fällen ist es ja so, wenn wir Aktionen machen, dann sind das meistens Artikel, die bei den jeweiligen Verlagen zum Restposten geworden sind, muss man ehrlich sagen. Es kommt auch mal vor, dass es aktuelles Sortiment ist, weil das ist immer so eine Fehlannahme, dass man denkt, wenn man jetzt so ein Angebot macht, dass das dann erstmal grundsätzlich schädlich ist für den Preis als solches. Es kann auch dafür sorgen, dass ein Artikel nochmal so, ich sag mal, vor die Leute geschubst wird, weil der eigentlich, ich sag mal, gut ist, aber sonst einfach in Vergessenheit gerät. Man muss sich ja vorstellen, wir haben pro Jahr, ich glaube, 4.000 bis 6.000 neue Einlistungen. Das sind jetzt nicht alle Spiele, aber der größte Teil davon heißen halt Gesellschaftsspiele. Und das ist einfach so schnelllebig, dass dann halt Sachen untergehen, obwohl die eigentlich wert sind, also obwohl sie eigentlich das wert wären, dass sie auch länger im Hype stehen, weil das sind durchaus auch Art-Titel, ja, die dann plötzlich so nach 2 Monaten gar nicht mehr so signifikant Verkäufe haben, also dass man das rechtfertigen würde. Und dann sagt man sich, okay, dann schubse ich die mal vor die Leute, indem ich da so einen kleinen Rabatt drauf packe. Und dann nimmt das wieder Fahrt auf und dann taucht das wieder in irgendwelchen Rezensionen auf, Listen, Kundenbewertungen und ähnliches. Und dadurch wird der Artikel quasi wieder belebt sozusagen in der Kommunikation. Und dann eben die klassischen Restposten. Also das ist oftmals so, also wenn so bestimmte Spiele ihre Verkaufsziele nicht erreichen bei den Verlagen, dann werden die durchaus auch mal als Restposten angeboten. Und in so einem Fall kann man die natürlich dann auch entsprechend günstig dann auch weiter anbieten. Ja, es ist in der Regel nicht so, dass wir die in den Mengen hier rumstehen haben. Ja, also es gibt natürlich Ausnahmen. Wir haben ja auch Artikel im Vertrieb, wo wir Vertriebsverantwortung haben und die ganze Auflage natürlich von vornherein uns gehört. Dann ist es natürlich auch unsere Sache. Ja, aber in der Regel ist das ja nicht so. Und da ist dann schon so, dass wir das ja, wie soll man sagen, dass das jetzt nicht hundertprozentig nur auf unserem Mist wächst, so grob gesagt, ja. Das ist dann meistens schon so, dass man da das schon in Zusammenarbeit mit den Verlagen macht. Und dann ist natürlich, wenn du gerade speziell bei Restposten oder so, wenn du nicht schon in der Lage bist, weil Spieloffensive ist groß genug dafür, dann auch komplette Restmengen eben dann auf die Art auch abzustoßen letztendlich von dem Verlag, dann klappt das dann auch mal. Also wenn das nicht so wäre, gäbe es die Angebote auch nicht, muss man ehrlich sagen. Das lohnt sich dann auch nicht. Gibt es denn innerhalb der Branche vielleicht so eine Art Preiskampf? Weil man erwischt ja sich selber oder eben auch viele Freunde und Bekannte immer wieder dabei, die wahnsinnig auf diesen Preisvergleich zielen bei irgendwelchen Brettspielen. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist wie bei irgendwelchen Tankstellen. Da fährt man von der einen zur anderen und dann hat sich der Preis schon wieder um 10 Cent verbessert und dann kauft man da. Wie macht ihr das? Legt ihr die Preise nach euren Gunsten dann fest oder habt ihr wirklich dieses, ich gucke, was die Konkurrenz macht? Also in der Regel arbeiten wir mit einer Art Faktor-Pricing. Also wenn jetzt so ein Artikel neu ins Sortiment aufgenommen wird, dann gibt es so eine grundsätzliche Kalkulation, die darauf angewendet wird, mit einem gewissen Zielpreis, der wird dann angesetzt. Bei Titeln, die sehr stark in der Aufmerksamkeit stehen,
Da wird durchaus auch mal ein Preisvergleich gemacht, muss man ehrlich sagen. Wobei dann aber das Ziel nicht zwingend ist, alle zu unterbieten. Also das ist jetzt nicht so die, so eine Darstellung, na komm, jetzt müssen wir hier mal einen Cent unter den, einen Cent unter den. Das ist dann jetzt nicht so besonders zielführend, weil das in eine Spirale führt, die dummerweise auch immer nicht endet. Es gibt sicherlich Wettbewerber, die machen das so, das weiß ich. Es gibt auch automatisierte Systeme dafür, die auch eingesetzt werden, das weiß ich auch. In der Regel beteiligen wir uns da nicht. Also es gibt, wie gesagt, so die A-Artikel, wo wir drauf achten, um uns nicht komplett aus dem Wettbewerb zu schießen, muss man sozusagen. Aber das Ziel ist halt in der Regel nicht der günstigste zu sein. Also natürlich wollen wir schon attraktive Preise bieten, das ist nicht falsch verstehen, aber als Gesamtpaket letztendlich. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus, ein Cent billiger als jeder Wettbewerber. Da gibt es welche, die sind relevant und dann gibt es andere, die für weniger relevant halten und dann wird dann irgendwo sich eingenordet, sage ich mal. Habt ihr das in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten gemerkt, dass es inzwischen, ja, dass ihr mehr Konkurrenz habt mit diversen anderen Online-Shops? Also ich meine, es läuft ja offensichtlich, wenn immer mehr Leute einstellt, aber habt ihr das gemerkt irgendwie? Also man kriegt das natürlich schon mit, dass es mehr Wettbewerber gibt, aber letztendlich, also wir wachsen trotzdem noch, muss man so zu sagen. Der ganze Markt wächst an sich. Der bietet halt letztendlich auch Platz für weitere Wettbewerber. Und ja, es ist jetzt schwer zu sagen, wie die Marktentwicklung bei uns wäre, wenn es den einen oder den anderen nicht gäbe. Also das weiß ich nicht, wie ich das ausrechnen soll. Ja, dazu kenne ich auch die Marktzahlen unserer Wettbewerber nicht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass man nicht merkt, dass es Wettbewerber gibt, aber es ist zumindest zum Glück noch so, dass wir trotz allem wachsen. Ja. Jetzt, wo ihr so viele Beschäftigte habt, merkst du persönlich oder ihr, ich sag mal in der Chefetage, dass ihr dann größeren Druck habt, so als Verantwortung für die MitarbeiterInnen? Ja, na klar. Also es spielt schon eine Rolle, also das ist auf jeden Fall klar, dass wir hier Verantwortung haben für im Prinzip 40 Familien, ja. Das ist eben auch wichtig, du musst halt entsprechend auch wirtschaften, weil du bist halt dafür verantwortlich, dass die ihr Geld verdienen, dass das auch reinkommt, dass du dann die bezahlen kannst letztendlich, ja. Du hast eben so von Hype, auch von bestimmten Spielen geredet. Würdest du sagen, dass sich das in den letzten Jahren verändert hat, dass Spiele eine, weiß ich nicht, geringere Hype-Wertzeit haben? Ich finde, gefühlt, also gerade so im letzten Jahr ist es so, ein Spiel kommt raus, dann redet zwei Wochen, reden alle drüber, es ist auf Twitter, YouTube und Instagram und dann ist es weg. Ist das bei euch auch so? Ja, das ist, würde ich direkt unterschreiben, so. Also es ist tatsächlich so, dass das viel, viel schnelllebiger geworden ist, das Ganze. Also es ist vielleicht länger als zwei Monate, ich würde sagen so ungefähr ein halbes Jahr vielleicht, aber im Großen und Ganzen ist das so tatsächlich. Es gibt wenige Ausnahmen, die halten sich ein bisschen länger. Es gibt auch Spiele, die sind quasi totgeglaubt und dann kannst du die quasi wieder neu starten, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel mit den irgendwelchen Aktionen. Das hatten wir auch schon mehr als einmal erlebt. Es gibt durchaus auch Dauerrenner, das ist aber die absolute Ausnahme tatsächlich. Ich denke mal, wenn du so einen Jahrgang hast, da bleibt vielleicht auf Dauer vielleicht 5% übrig, wenn überhaupt, ja, die wirklich dauerhaft dann noch im Markt bleiben und sich zu einer Instanz entwickeln, sage ich mal, die halt immer wieder geht, ja, mit der man fest planen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich so, das ist alles sehr schnelllebig geworden. Es entwickelt sich auch sehr viel hin zu einem Pre-Order-Geschäft. Also sehr viel mehr, als es früher war. Also das ist eher so ein Ding, was man aus der Computerspielbranche kennt, wo praktisch alle Sales im ersten Monat stattfinden und danach also eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das meiste davon schon Vorverkauf ist eigentlich. Und auch bei den Brettspielen entwickelt sich es auch sehr stark dahin. Also das nicht zuletzt befeuert durch alle möglichen Crowdfundings. Spieleschmiede durchaus auch Teil davon, weil das ja, also das ist jetzt auch Crowdfunding, aber wenn es jetzt um das einzelne Produkt geht, also es ist ja, obwohl es gefundet ist und man die Sicherheit ja bis zum eigentlichen Funding-Ziel nicht hat, wenn es denn dann erreicht ist, dann ist es ja technisch gesehen wie eine Vorbestellung in dem Sinne, dass die Ware
ja quasi ankommt und eigentlich schon bezahlt ist und rausgeht, ja. Und das ist aber auch nicht nur bei Crowdfunding-Produkten so, das geht auch bei sehr angesagten Autoren oder Verlagen, ist es genauso. Du listest das Spiel im Online-Shop ein, es ist angekündigt für in 3 Monaten und da steht dann halt ein großer Name dran und dann sammelst du da Vorbestellungen ein, wo es das Spiel im Prinzip noch gar nicht gibt. Ja, und das wird auch immer mehr tatsächlich. Also das ist eine schöne Verschiebung. Ja. Wobei ich aber denke, dass das so ein Thema ist, was so eher so bei Leuten eine Rolle spielt, die in der Szene sind, um es mal so zu sagen. Für jemanden, der jetzt nicht in der Brettspielszene ist, für den spielt das Erscheinungsdatum von dem Spiel nicht die geringste Rolle, ganz ehrlich. Also das ist dann immer noch genauso frisch, als wenn das 5-6 Jahre alt ist, das Spiel, wenn jemand das zum ersten Mal sieht und sonst keine großartigen Berührungspunkte mit der Spieleszene hat. Ja, deswegen sind auch solche Spielemessen so wichtig, die jetzt nicht wie die Spiele in Essen sind, sondern eher so, ich sag mal, wie Modellhobby-Spiel oder Süddeutsche Spielemesse oder ähnliches, wo dann, ich sag mal, ganz normale Menschen, in Anführungszeichen, dann auf moderne Gesellschaftsspiele treffen und sich davon verzaubern lassen, ohne dass die jetzt da im Geek-Level angekommen sind sozusagen, sondern einfach nur für sich was Neues kennenlernen. Und da kann so ein Spiel auch 5-6 Jahre alt sein, das funktioniert da trotzdem noch, ja, weil die einfach einen anderen Zugang dazu haben. Und das sind dann auch die Leute, die dafür sorgen, dass Spiele zu so Evergreens werden. Das ist nicht die Spieleszene. Das sind die Leute, die dann sozusagen sich das untereinander weiterverbreiten, sich gegenseitig beibringen und kennenlernen. Und das sind aber eine ganz andere Art von Spielen, die wir typischerweise in der Spieleszene als die Spiele wahrnehmen. Das ist bei weitem nicht Expertenbereich. Das ist dann eher so, ich sag mal, auf einem regeltechnisch einfacheren Niveau oder zugänglicheren Niveau, die schnell zu erklären, aber trotzdem abendfüllend sind. Ja, so die einfach Spaß machen. Und solche Dinger wären dann Renner. Jetzt hast du ja wirklich 20 Jahre Erfahrung im Verkauf und ja wahrscheinlich auch als Spieler. Erwischst du dich manchmal dabei, denn dass du genau diese Einschätzung bei manchen Spielen machst, dass du glaubst, das hätte total das Potenzial, ein Dauerbrenner zu werden? Naja, also bei den Spielen, die wir jetzt normal von unseren Verlagspartnern einkaufen, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Also solange die Verfügbarkeit gegeben ist, gibt es das halt zu kaufen, ja. Und das kann der Markt zeigen, was er kann, sozusagen. Das kristallisiert sich dann raus. Das ist auch gar nicht notwendig, sich da vorher Gedanken drum zu machen. Ganz anders sieht das natürlich aus bei Sachen, die wir, wo wir in quasi Auflagenverantwortung stehen. Da müssen wir dann schauen, dass wir die Auswahl dann schon so treffen, dass wir möglichst uns keine Spiele hinlegen, die dann am Ende keiner haben will. Ja, da versucht man natürlich dann schon, den Kaffeesatz zu lesen und sagen, hey, das könnte jetzt hier so ein Dauerbrenner werden. Wobei dann eben auch, das hast halt keine Sicherheit für. Ja? Das ist im Prinzip Rätselraten. Ja? Und das sind viele Spiele, die untergehen, obwohl sie bei Weitem das Potenzial hätten, das nicht zu tun. Das, wo es an komplett anderen Dingen liegt, die in anderen Märkten super funktionieren und in Deutschland komischerweise gar nicht und andersrum aber genauso. Ja? Also da ist auch viel Glück dabei tatsächlich. Ja, also man kann es nicht anders sagen, was sich da jetzt rauskristallisiert und zum Dauerrenner wird und was nicht. Ich dachte, gibt es denn vielleicht neben den klassischen Dauerbrennern, also Catan und Carcassonne, die du vorhin schon mal erwähnt hast, irgendwelche, die dich auch schon seit 20 Jahren begleiten? Also kannst du tatsächlich mal ein konkretes Beispiel nennen? Er ist vielleicht noch nicht ganz 20 Jahre, aber sowas wie die Werwölfe vom Düsterwalden als Beispiel oder Zug um Zug. Ja, das ist auch so ein Ding, was auch schon gefühlt immer da ist. Ja, die sind natürlich, ich glaube von 2006 ist das so, weiß gar nicht so genau, Zug um Zug. Es gibt immer mal wieder Spiele, die sich so rauskristallisieren, die dann nicht mehr weggehen. Ja, so. Aber das sind tatsächlich mehr, als man glaubt. Ja, oder auch so eine Dauerbrenner, sowas wie Phase 10 oder so. Ja, so Sachen, die bei vier Spielern eigentlich selten auf den Tisch kommen, die aber in der breiten Gesellschaft, sage ich mal, so richtig angekommen sind. Ja, Wizard, sowas in der Art. Ja,
die einfach dann dadurch in der Masse getragen werden, die durchaus auch nachgekauft werden, weil sie abgespielt sind und ähnliches. Ja, und das sind so Dinge, die werden wahrscheinlich auch als für immer bleiben seither. Ja, einfach weil die zur Kultur geworden sind letztendlich. Das ist ja schon spannend, ne? Also wenn ich gerade überlege, solche Spiele, ich glaube für die meisten Leute, die jetzt nicht so tief in der Spielebranche oder Szene drin sind, die kommen wahrscheinlich eher, hätte ich jetzt gedacht, dass die eher bei Amazon bestellen. Aber ist es, also weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch irgendwie, weiß nicht, wie hoch ist euer Anteil von Stammkundinnen und Stammkunden im allgemeinen Verhältnis? Kannst du das so ungefähr sagen? Also ich würde sagen, von den Bestellungen, die täglich eingehen, sagen so aktuell vielleicht so um die 70% sind Stammkunden und der Rest sind Neukunden. Man muss allerdings sagen, das ist ja auch schon seit 20 Jahren. Also wenn man sich irgendwie mit Spielen auseinandersetzt, dann kennt man uns hoffentlich dann auch schon und hat irgendwann schon mal bei uns bestellt, hoffentlich. Und wenn man da jetzt das nächste bestellt, dann ist halt relativ wahrscheinlich, dass das dann Stammkunde ist, ja. So richtige Neukunden, das sind trotz allem noch viele, aber natürlich nicht der größte Teil, ja. Also das nach 20 Jahren dann, wie gesagt, dann schon ein bisschen schwieriger, dann immer noch so einen hohen Neukundenanteil zu haben, weil der Kundenstamm ist an sich schon recht groß. In den letzten Jahren, der Peter hat es ja eben auch schon ein bisschen angesprochen, Corona-Spiele-Branchenboom, hat sich das bei euch abgezeichnet, dadurch, dass halt auch die Spieleläden dicht waren? Habt ihr das gemerkt in den Bestellungen bei euch? Also ich glaube jetzt nicht zwingend, dass es daran lag, dass die Spieleläden dicht waren, weil da gab es ja durchaus auch viele Initiativen, dass die ja dann auch selbst rausgeliefert haben und ähnliches, ja. Aber was man natürlich schon gemerkt hat, ist, dass es das Hobby an sich dahingehend befeuert hat, dass viele dahin sich hinbesonnen haben, rückbesonnen haben. Wobei das am Anfang gar nicht so offensichtlich war. Da waren es vor allen Dingen Puzzle. Wir haben ja auch noch die Puzzle-Offensive, ist auch ein Shop von uns, wo wir halt nur Puzzle verkaufen. Und die sind, das ging unfassbar durch die Decke. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war bei Spielen am Anfang eigentlich gar nicht so extrem. Also das ist am Anfang erst so langsam ins Rollen gekommen und das ist dann aber nach hinten raus wirklich, hat dann auch einen ordentlichen Bonus gegeben sozusagen, also was jetzt Nachfrage angeht, wobei das aber erst eine Weile gebraucht hat, also entscheiden mussten die Leute sich das hinbesinnen und dann gab es halt vielleicht dann 3-4 Reportagen dann im Fernsehen und dann so, ach, ein Brettspiel, können wir ja auch mal wieder versuchen, ja, und da ist dann noch viel dazugekommen. Was die Sache noch sehr befeuert hat wahrscheinlich, ist auch die Tatsache, dass es tatsächlich in geworden ist, Spielen im Solo-Modus zu geben. Also es gibt gerade in der Spieleszene, ist es ein echter Trend, den man so erkennen kann, dass viele Spieler jetzt auch allein spielbar sind. Und wenn es mit einer Automa ist oder einer Regelanpassung oder durchaus auch umständlichen Regelanpassung, aber Hauptsache es geht irgendwie, weil das durchaus auch gerade jetzt in Pandemiezeiten dazu geführt hat, dass dann doch viele speziell auch nach solchen Titeln gesucht haben, die man allein spielen kann. Wenn man dann zu Hause sitzt in deinem Kabuff, sage ich jetzt mal, ja, so, und darf sich halt mit niemandem treffen oder so, dann sind das halt Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, wenn man jetzt eben keine Lust darauf hat, das nächste Puzzle zu puzzeln. Dann ist das immer noch ein haptisches Vergnügen in gewisser Weise, was auch geistig herausfordernd ist, wo man dann sich halt mit beschäftigen kann. Und diese Spiele haben sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass jetzt in der Pandemie eben auch mehr Spiele verkauft worden sind. Das heißt, ihr habt das auch gemerkt, dass es vermehrt nach, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch dezidierte Solo-Spiele, aber dass sich das, dass der Anteil oder das, also ja, verkauft ihr das mehr da in letzter Zeit dann? Ja, ja. Ja, das merkt man, das sieht man auch in der Spieleschmiede tatsächlich. Also eins, das erfolgreichste Projekt in Sachen Unterstützeranzahl ist aus der Pandemiezeit, das war Imperium. Und das vor allem wahrscheinlich deswegen, weil es extrem guten Solo-Modus hat tatsächlich. Und das Spiel ist an sich auch sehr gut als Duellspiel. Kann man auch mit mehr Leuten spielen. Ist jetzt
Ich denke mal, der Sweet Spot ist eher so bei 2, wenn du mich fragst, aber es geht tatsächlich sehr gut, allein zu spielen und sich auch allein zu erarbeiten. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Teil des Erfolgs dieses Projekts auch ist, weil es sich eben auch sehr stark auf diesen Bereich auch fokussiert. Und das sieht man auch bei anderen Sachen. Also wenn Spiele einen guten Solo-Modus haben, dann haben die in Pandemiezeiten, ich weiß nicht, wie es jetzt so weitergeht, aber zumindest in der Zeit schon wie so einen kleinen Bonus gehabt an Leuten, die das haben wollten. Jetzt hast du, am Anfang hast du mal Happy Shops erwähnt, Spieleschmiede kennen auch ganz viele und dann, das hast du auch schon gesagt und auf eurer Seite, es gibt ja noch die Puzzle-Offensive, die Würfel-Offensive, die Kreativ- und die Holzeisenbahn-Offensive. Wie steht das denn alles miteinander in Verbindung? Ja, also die Puzzle-Offensive ist offensichtlich, ich verkauf Puzzles, ja, das ist einfach daraus gewachsen, als wir die Spieloffensive gebaut hatten. Das war so eine Zeit, da war das alles noch ein bisschen gemütlicher, da hatten wir komischerweise noch Zeit. Und dann sagt, naja, was können wir denn jetzt noch Sinnvolles machen? Die Lieferanten haben wir schon. Ist jetzt keine Riesensache, das jetzt noch zu erweitern. Und haben dadurch die Puzzle hinzugefügt, die aus logistischer Sicht ein sehr dankbares Produkt sind, kann man so sagen. Weil sie sind sehr einfach zu handeln. Und so ist dann die Puzzle-Offensive entstanden. Und dann gab es als nächstes, das gibt es jetzt inzwischen nicht mehr, so die Sommeroffensive, das waren dann so Badesachen und sowas, weil das ging es vor allen Dingen darum, dass es trendgegenläufig ist. Also du hast ja mit Spielwaren, was ja Gesellschaftsspiele und Puzzle sind, hast du ja ein sehr starkes Gewicht auf dem Weihnachtsgeschäft, logischerweise, also dass die Wintermonate halt vergleichsweise stark sind, die Sommermonate aber nicht. Also im Sommer, wenn es so richtig heiß draußen ist, dann ist es eher so, dass die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, an Badesee fahren oder irgendwas anderes machen, draußen machen, als sich in ihren Verwenden mit Gesellschaftsspielen zu beschäftigen. Und die Sommeroffensive hatte halt dann so Wasserbadespielzeug und Wasserpistolen und sowas. Da waren so die Superrenner, war alles, was so Super Soaker waren und sowas. Das waren tolle Sachen, die haben wir dann da im Sommer über verkauft, um das halt so ein bisschen auszugleichen, dieses Winterloch. Inzwischen sind die Einkaufskonditionen für Super Soaker so schlecht, muss man sozusagen, dass wir das abgebrochen haben und ohne unseren, wie soll man sagen, das Leitprodukt haben wir dann den Shop letztendlich auch eingestellt. Also den gibt's halt nicht mehr. Die Kreativoffensive, das ist so ähnlich wie bei Puzzles auch, da geht es halt um Mal nach Zahlen hauptsächlich. Die Holzeisenbahnoffensive, das sind so Holzeisenbahnartikel, ja, also alles, was irgendwie zusammenpasst, also klassisch Holzeisenbahn kennt man vielleicht, zumindest wenn man Kinder hat. Und das ist halt so ein Shop, der sich ganz spezifisch auf dieses Spielsystem sozusagen stürzt. Also die sind alle genormt aufeinander, das heißt, man kann die miteinander kombinieren und verbinden und darum ist dieses Ding herumgebaut und worden und daraus entstanden. Früher war das war so eine Zeit, da war das alles total in, so Thomas die Lokomotive und Chuggington und sowas als Serien, die kommen dummerweise gerade alle nicht im Fernsehen, deswegen ist das gerade so ein bisschen aus der Mode geraten, sage ich mal, aber auf der Basis hat das ganze Ding funktioniert eigentlich. Und jetzt habe ich noch einen vergessen, welchen habe ich vergessen? Die Würfeloffensive, na gut, das ist Spielezubehör. Also das sollte jedem klar sein, dass man das braucht. Zumindest, wenn man so im Bereich Tabletop oder auch Rollenspiel unterwegs ist, dann ist Würfel natürlich absolut naheliegend. Wobei ja witzigerweise die Spieloffensive gar keine Rollenspiele verkauft, muss man dazu sagen. Das ist so als Nebenprojekt der Spieloffensive entstanden, um Würfel zu verkaufen. Aus einer Wette heraus tatsächlich. Das ist so ein offenes Geheimnis. Das war damals eine Wette, die wir mit dem damaligen Geschäftsführer von ProLudo, da gibt es heute nicht mehr, da ist Asmodee draus geworden, zumindest in Deutschland. Hat man eine Wette laufen, dass wir nicht, also er hat behauptet, wir wären nicht in der Lage, einzelne Würfel online zu verkaufen. Das geht gar nicht.
sagt sie, komm, ja, dem werden wir es zeigen. Und zack, hat man eine Würfeloffensive. Ja, also die gibt's auch heute noch und die funktioniert auch noch. Also es ist auch da noch möglich, einzelne Würfel online zu bestellen, wenn man das möchte. Und das alles ist unterm Label Happy Shops, oder? Das ist alles unter dem Label Happy Shops, ja. Also die Spiele Schmiede gehört auch noch mit dazu, die kennen ja sicherlich auch einige. Und das Spielernetzwerk, was die Spiele-Community ist, die ist auch sehr direkt der Spieloffensive angeschlossen. Und das ist auch noch so ein Ding. Und dann gibt es noch einen Großhandel, den kennt vermutlich keiner, der nicht im Brettspielhandel arbeitet. Das ist B-Rex Entertainment. Das gehört auch noch zu Happy Shops. Und der richtet sich dann aber an Läden, die Spiele verkaufen, letztendlich. Und Auslieferung von Crowdfunding-Projekten macht ihr auch noch, oder? Ja, das ist ein Happy Shops Fulfillment letztendlich. Stimmt, du hast recht, das ist auch noch übrig. Happy Shops Fulfillment gibt es auch noch und da machen wir Auslieferungen von allen möglichen Arten von Fulfillments. Also meistens sind es irgendwelche Crowdfunding-Projekte, Kickstarter oder Gamefound. Es sind aber auch viele, die ihre Verlags-Online-Shops da angeschlossen haben und dann, wenn da mal eine Bestellung eingeht, dann verschicken wir die hier los. Oder auch Ersatzteil-Services oder sowas, die an Produkten hängen, wo wir mal Fulfillment für gemacht haben oder so. Trennt man das vor allem aus Marketing-Sicht? Weil ich stelle mir vor, das hat irgendwie noch einen höheren logistischen Aufwand, wenn man das alles voneinander trennt. Also meinst du jetzt, dass Happy Shops Fulfillment Happy Shops Fulfillment heißt und nicht Spieloffensive Fulfillment? Oder wie meinst du das jetzt? Ja, sozusagen auch die einzelnen Shops. Also ist das vor allem aus marketingtechnischer Sicht sozusagen, die können sich auf das Einzelne konzentrieren? Oder? Ja, ist genau so. Also man muss sich vorstellen, also die Leute, die puzzeln, die spielen in der Regel nicht. Oder zumindest nicht viel. Also wenn dann auf einer sehr casual Ebene, sag ich mal. Und die Leute, die sich für Gesellschaftsspiele interessieren, sind jetzt in der Regel nicht unbedingt die, die auch gern puzzeln. Also es gibt sicherlich Überschneidungen, aber das ist wirklich minimal. Und der Vorteil, wenn man das trennt, erstens kann man den Marketing besser ansprechen, weil man die Zielgruppen halt genauer definieren kann. Und zum anderen kann man aber auch den Shop selber besser auf die Produkte abstimmen. Also eine Suchmaschine für einen Puzzle-Online-Shop funktioniert eigentlich ganz anders als eine für Gesellschaftsspiele. Du hast ganz am Anfang mal angesprochen, dass eure Webseite mal ja super modern war. Jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, die Seite der Spieleoffensive ist nicht die modernste. Ist da was geplant, dass da, weiß ich nicht. Ja, ist da was geplant? Also man kann sagen, sie ist nicht die modernste im Frontend. Das stimmt schon. Im Backend würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Sie ist nämlich tatsächlich sehr leistungsfähig. Aber optisch gebe ich natürlich vollkommen recht. Das ist so ein bisschen hinterher, sagen wir es mal so. Ich bin schon seit 2016 da dran, das Ding zu verbessern und quasi Neues zu schreiben. Ist doch gerade erst der erste Test-Online-Shop auf Basis des neuen Frontends online gegangen. Die Spieloffensive wird aber dummerweise noch eine ganze Weile brauchen. Wir haben dummerweise das Problem, dass die Spieloffensive sehr viele Funktionen hat, die man mit einem normalen Online-Shop nicht abbilden kann. Also es gibt ja viele fertige Systeme. Also das ist heutzutage, wenn man sie jetzt mit einem Online-Shop selbstständig machen wollte, dann nimmt man sich ein fertiges System oder so einen Cloud-Anbieter oder ähnliches, füllt da seine Artikeldaten rein und ist fertig. Wir haben aber sehr viele Dinge, da geht das nicht. Also zum Beispiel unser Verleihsystem könnte man so nicht abbilden. Unsere Spieleschmiede schon gar nicht. Was eine sehr interessante Besonderheit der Spieleoffensive ist, ist die Art und Weise, wie Artikel kategorisiert sind. Also man kann, auch wenn die Webseite total altmodisch aussieht, ist in der Hinsicht doch sehr viel moderner als alle anderen, denn die Zuordnung eines Artikels, also bei welcher Art ein Spiel ist, passiert nicht aufgrund der Einschätzung eines einzelnen Artikelpflegers, der das einlistet, sondern es basiert auf Crowdwissen. Also wenn Leute bei uns Spiele bewerten, klassifizieren die auch. Und aus der aggregierten Klassifizierung errechnet unser Shop sozusagen, was für eine Art Spiel das ist. Das heißt, wenn du unsere Filter benutzt und sagst, ich habe Lust auf ein Strategiespiel mit Piraten, dann kannst du das anklicken und dann findest du Strategiespiele mit Piraten. Und zwar ziemlich sicher. Ja, und das kann auch kein anderes Shop-System. Das ist basiert wirklich
auf Logiken und Algorithmen, die wirklich auch nur bei der Spieloffensive funktionieren. Und dazu kommt auch das Spielernetzwerk, das ist halt so dermaßen tief in den Shop verwoben, dass du das mit einem Standard-Shop-System nicht abbilden kannst. Das ist zum einen dieses Crowdsourcing, was ich gerade meinte. Zum anderen ist aber auch so, dass du zu jedem beliebigen Spiel eine Frage stellen kannst, die dann wiederum anderen Leuten im Forum vorgesetzt wird, sodass du auch relativ schnell eine Antwort bekommst. Und das auf eine sehr intuitive Art. Ja, und das ist halt eine Sache, das kriegst du in anderen Online-Shop-Systemen überhaupt nicht hin. Das geht nicht. Ja, also insofern mag die zwar nicht hübsch und modern aussehen, ist aber sehr viel leistungsfähiger und moderner als die meisten modernen Online-Shop-Systeme. Eben weil sie ganz gezielt für Spiele gebaut ist. Ja, das ist halt jetzt der wesentliche Unterschied. Das ist halt jetzt in 20 Jahren gewachsenes System, immer wieder ergänzt und erweitert worden. Und das jetzt zu modernisieren auf ein neues System, das dauert halt seine Zeit, weil man es eben neu bauen muss. Ja, und das haben wir vor 20 Jahre Zeit für hatte. Da haben wir jetzt halt nur 5 Jahre für, so grob gesagt. Und so lange ist das jetzt eben schon am Machen. Ja, und das zweite Problem ist eben, wir sind immer noch in der Spielebranche. Das ist nun mal, ich sag mal, ein Enthusiastenbetrieb, muss man so zu sagen. Dementsprechend sind auch die Gehälter, muss man ehrlich sein. Ja, also das ist tatsächlich so. Und es ist praktisch nicht mehr möglich, ITler anzustellen für das Geld. Funktioniert nicht. Also seit Jahren probieren wir das. Geht nicht. Ja, wenn du einen hast, dann ist der so nach einem Jahr meistens wieder weg. In der Zeit ist er gerade angelernt. Ja, also das ist funktioniert nicht. Und demzufolge ist natürlich die Kapazität sehr beschränkt. Aber es geht vorwärts so langsam. Also es ist jetzt nicht mehr so weit weg. Wir haben ein Licht am Ende des Tunnels, sehen wir schon, muss man sozusagen. Wie gesagt, der erste Online-Shop ist online jetzt, wo wir so die ganzen Funktionalitäten schon testen können, ohne diese ganzen Spezialdinge, die Spieloffensive hat. Aber das ist jetzt so Sache, die das wird jetzt nicht mehr 1000 Jahre dauern. Sagen wir es mal so. Neues Design gibt's auch schon alles, ist alles schon da, aber man kann es halt leider noch nicht zeigen. Magst du noch mal ein bisschen mehr aufs Spielernetzwerk eingehen? Das hast du jetzt ja eben auch noch mal erwähnt und ich glaube, dass einige Kunden von euch das gar nicht so richtig kennen oder auch das vielleicht übersehen. Da muss man ja manchmal auch ein bisschen gucken, wenn man da eigentlich bewusst drauf zugreifen will. Also das Spielernetzwerk ist so eine Verbindung aus Spielern. Also ich habe früher mal gesagt, stellst dir vor wie Facebook für Spieler. Ja, also es ist nicht ganz umfangreich vom Funktionsumfang her, aber die wesentlichen Funktionalitäten sind die gleichen. Also du hast, wenn du dich dafür anmeldest, also du gehst auf die Spieloffensive, da gibt es deine persönliche Seite, da kannst du draufklicken. Und wenn du noch nicht Mitglied im Spielernetzwerk bist, dann hast du da quasi eine Einladung stehen, dann musst du so einen großen roten Knopf drücken und dich mit den Bedingungen einverstanden erklären, die da lauten, benimm dich ordentlich und akzeptiere, dass du unter deinem Clan-Namen postest, das ist nicht ganz unwichtig. Und wenn du das zustimmst, dann bist du Teil des Spielernetzwerks und dann hast du dann auf der persönlichen Seite dann so eine Timeline, siehst, was gerade so los ist in deinem Freundeskreis, kannst dich mit anderen Spielern verbinden, die zu Freunden machen oder auch einfach nur folgen, damit du siehst, was die so machen. Also es ist gerade dann interessant, wenn du jemanden hast, der so dein Spielegeschmack teilt und sehr aktiv ist oder so, dann kriegst du halt mit, wenn die neue Testberichte schreiben oder ähnliches, dass du dir so ein Bild machen kannst, so, ah, das könnte mir auch gefallen. Man kann gemeinsam an Listen arbeiten und ähnliches. Das wird auch ziemlich viel genutzt für alle möglichen Zwecke. Man kann Veranstaltungen erstellen und auch beitreten. Man kann sich im Forum austauschen, was insbesondere also nicht nur für einen allgemeinen Austausch wichtig ist, sondern eben auch für Regelfragen und ähnliches. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du kannst zu irgendeinem beliebigen Artikel gehen und dann kannst du zu diesem Artikel eine Frage stellen. Und diese Frage wird dann quasi im Forum gespiegelt, sodass das halt nicht nur Leute sind, die den Artikel zufällig mal anklicken, sondern quasi alle. Und du dann relativ schnell auch eine Antwort bekommst, wenn das Spiel entsprechend bekannt ist. Also wenn es natürlich ein absoluter Exot ist, den kein Mensch kennt, dann wird es dann schon ein bisschen länger dauern. Aber in der Regel geht es eigentlich relativ schnell, dass man dann eine Antwort auf seine Regelfragen hat. Und das sind letztendlich auch die wichtigste Eigenschaft dieses Netzwerks. Für alle Aktivitäten bekommt man Punkte. Und die Punkte kann man einlösen. Da gibt es einen Punkteshop auf der Spieloffensive. Da kann man sich so Promos verdienen und sowas oder auch irgendwie an Verlosungen teilnehmen von signierten Spielen und ähnlichem Zeugs.
das Ganze wird noch so ein bisschen spielerisch aufgewertet. Da gibt es dann so Errungenschaften, die man sich verdienen kann. Also wenn ich so und so viele Forum-Posts geschrieben habe, wenn ich mit so und so vielen Leuten befreundet bin, wenn ich mich an auch am Crowdfunding beteilige zum Beispiel, da gibt es auch meistens eine Errungenschaft dafür. Und auf die Art und Weise kann ich wie so Medaillen sammeln, sag ich mal. Ja, das ist so ein bisschen noch als spielerischen Zusatzaspekt das Ganze. Also ist letztendlich eine Community, wo man sich über Spiele austauschen kann, sich mit anderen Spielern organisieren kann und auch treffen kann, was auch sehr häufig vorkommt tatsächlich. Es gibt viele Treffen, die aus dem Spielernetzwerk heraus organisiert werden. Teilweise auch schon seit sehr vielen Jahren. Ich weiß auch von Leuten, die sich da kennengelernt haben und Hochzeiten und sonst irgendwas, die ohne das Spielernetzwerk nie passiert wären. Und das ist schon eine Sache, die sehr schön ist tatsächlich. Und also wenn man sich irgendwie für Spiele begeistert, dann ja, macht da mit. Das ist eine schöne Sache, ist ein sehr freundlicher Umgang auch miteinander und auch durchaus sehr kompetent, wenn es um Fragen geht zu einzelnen Spielen und Fachfragen oder sowas. Oder auch wenn man bestimmte Themen mal diskutieren will, die so ein bisschen eher so Spiele-Meta sind oder so, dann geht das auch. Ist für alles was da. Peter, hast du noch Fragen? Naja, ich würde total gerne nochmal auf das Jubiläum eingehen. Du hast am Anfang erzählt, ihr habt jetzt 20-Jähriges, ihr habt da schon einen Twitch-Livestream, glaube ich, zugemacht, aber was kommt denn noch? Also der Twitch-Livestream zum 20-Jährigen kommt sogar noch. Der letzte, was war, war für den Geburtstag der Spieleschmiede, die zufälligerweise 10 Jahre alt geworden ist dieses Jahr. Da haben wir ein bisschen doof getaktet, so, dass die gleichzeitig runde Geburtstage haben, aber so ist es nun mal. Und das war jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, 13. März. Nee, letzte Woche. Oder? Welchen haben wir heute? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, ja. Die Messe war jetzt erst. Man kann sich die Aufzeichnung auf jeden Fall noch ansehen auf der Spieloffensive. Einfach draufklicken, aufs Programm klicken und dann kann man direkt zu dem Punkt springen, der einen interessiert. Da sind viele spannende Themen dabei. Also macht das mal noch. Und der nächste Stream ist, glaube ich, am 15. Mai. Und das ist dann der Geburtstagsstream der Spieloffensive. Das ist auch grundsätzlich die Online-Geburtstagsparty sozusagen. Wir haben auch letztes Jahr schon gefeiert, aber dies Jahr natürlich zum 20-Jährigen nochmal ein besonderer Stellenwert. Da werden wir wieder online streamen. Ich bin gerade dabei, noch die vorzubereiten, dass wir auch wieder eine Wundertüte machen können. Das ist ja unsere Geburtstagsaktion. Ich hoffe, dass das soweit klappt, weil dies Jahr ist wirklich alles ein bisschen schwierig, was das angeht. Und natürlich wird es im Vorfeld und im Umfeld der Online-Messe dann auch wieder viele Angebote geben und Sonderaktionen und so weiter, um das natürlich gebührend zu feiern, dass wir ja 20 Jahre alt werden. Abgesehen davon haben wir ja dann auch noch, also wer unser Facebook-Kanal zum Beispiel verfolgt, da haben wir jetzt immer donnerstags so ein Throwback Thursday quasi Geschichten aus 20 Jahre Spieleoffensive. Das sind auch durchaus interessante und lustige Fakten dabei. Da kann man ja mal reinschauen, einfach den Kanal abonnieren und dann kriegt man das ja dann auch mit, hoffentlich. Und ja, was noch? Also es sind noch ein paar andere Aktionen ringsherum geplant. Da könnt ihr euch dann aber überraschen lassen, da will ich es noch nicht vorgreifen. Dann sind wir gespannt. Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage. Da geht es nicht um die Spieleoffensive, sondern um dich als Spieler. Was sind denn so Evergreens, die bei dir immer auf den Tisch kommen können? Immer auf den Tisch. Also ich würde mir ja wünschen, dass es Evergreens gäbe, die ich immer mal wieder spielen kann. Tatsächlich ist es meistens so, dass ich irgendwas Neues spiele, um es kennenzulernen oder einzuschätzen oder ähnliches, sodass es wirklich eher selten ist, dass man mal was spielt, was man schon mal gespielt hat. Also was regelmäßig auf den Tisch kommt, sind vor allem Kinderspiele, weil ich das mit meinem Sohn spiele, der da schon seine Lieblingsspiele hat und die dann immer von selbst bringt. Von daher könnte ich jetzt mit meinen meistgespielten Spielen im letzten Jahr, das sind eigentlich fast alles Kinderspiele. Aber wenn es darum geht, was ich mir wünschen würde, was ich immer mal wieder gern spielen würde, dann ist das, also was eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, ist Viticulture. Schon seit Jahren tatsächlich. Dann mag ich unser Half-Pint Heroes tatsächlich auch immer noch super gern. Das spiele ich auch
also vergleichsweise regelmäßig, also mit den Einschränkungen von gerade, ja. Und in letzter Zeit, was habe ich in letzter Zeit gern gespielt? Das ganze wundervolle Welt-Thema, was jetzt gerade durch das wundervolle Königreich so ein bisschen abgelöst wurde. Das habe ich auch öfters auf dem Tisch tatsächlich in letzter Zeit. Weil ich das eben auch mit, in dem Fall unserem Großen spielen kann. Der mag das. Und deswegen ist das dann auch öfters mal auf dem Spieltisch. Und ansonsten sind es, wie gesagt, immer so aktuelles Zeugs, was ich gerade so erforschender Gründe durchaus auch cool finde, sodass ich das dann auch öfters spielen wollte, aber ehrlicherweise nicht dazu komme. Ja, dann bedanke ich mich für das wundervolle Gespräch. Frank, danke, dass du da warst und Rede und Antwort gestanden hast. Ja, bitte, bitte. Peter, vielen Dank an dich. Ja, wie immer, sehr gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn du dich mit anderen Brettspielbegeisterten austauschen willst oder uns Feedback geben möchtest zu unserem Podcast, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir freuen uns selbstverständlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcast. Ciao!